Das hört sich doch alles ganz gut an. Und ist alles schädlich für deinen Cholesterinspiegel? Ja, aber ich kann doch einmal, wenn Guten wir essen... Guten Tag, wissen Sie schon, was Sie bestellen möchten? Ja. Ich möchte gerne ein Eisbein und ein großes Hefeweizen. Willst du nicht? Will ich doch. Willst du nicht? Will ich doch. Oh, nee. Nein, ach, nee. Nicht, nein, nicht schon wieder. Wenn du es nicht sagst, dann sag ich es halt für dich. Wären Sie dann soweit? Ja. Was bekommst du denn, Hans? Ein Eisbein. Nein, kein Eisbein. Und weißt du auch warum? Weil du eine fette Sau bist? Hans. Weil ich eine fette Sau bin. Und weil es schädlich ist für mein Kerosin. Kardiologie. Wie heißt das nochmal? Cholesterinspiegel. Richtig. Und deswegen bekomme ich einen Fitnesssalat und ein Wasser. Und ich hätte gerne den Grillteller und einen Pilz. Sehr gerne. So. Na, das ging doch. Ich weiß gar nicht, was du hast. Da war doch eben noch die Kellnerin da. Wir haben schon bestellt. Was denn? Du bekommst einen Fitnesssalat. Fitnesssalat? Was ist denn das für ein Scheiß? Warum habe ich denn das bestellt? Du bist alt genug. Und hinter dem Dorf hier kommt der schönste Biergarten der Welt. Da können wir uns unterstellen. Oh Mann, ey, die haben für heute Sonne angesagt. Ja. Scheiße. Leute, stopp, ich glaube, ich habe vorne einen Platten. Sag mal. Oh ja, da muss wirklich was nachgefüllt werden. Hat jemand eine Pumpe dabei? Ich habe keine. Wieso denn Pumpe? Wir haben doch Pierre. Machst du das bitte, Schatz? Natürlich, mache ich doch schnell. Was soll das denn? Ist dir noch nie aufgefallen, dass die männliche Vorhaut luftdicht auf den Schraubaufsatz von einem Dunlop-Blitzventil passt? Nö. Ja, und seit der Prostata-Operation von Pierre kommt da unten eh nur noch heiße Luft raus. Ist zum Fahrradfahren total klasse. So, fertig. Aber wir sollten nachher schon noch mal kontrollieren, ob die Luft auch wirklich drin bleibt, ja? Das solltest du auch deinem neuen Freund beibringen. Einfach mal abends die Vorhaut übers Ventil ziehen und gucken, ob's passt. Ja, ich glaube aber nicht, dass das bei Levi funktioniert. So, wer zuletzt ankommt, der muss bezahlen. Hey. Du nimmst du den Domino schon mal mit nach hinten? Hallo? Hallo. Steffi Klein, wir hatten telefoniert. Das ist mein Mann. Hallo. Ah, wegen Max, stimmt's? Genau. Oh, wir sind so dankbar, dass Sie den nehmen. Wir hatten schon mit 3 Hundepensionen telefoniert. Kein Platz mehr. Kriegen wir hin. Ja, dann lassen Sie ihn mal sehen. Das ist er. Ihr wollt mich auf den Arm nehmen, oder? Das ist unser Max. Ich weiß, er ist wahnsinnig jung und wir haben auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber wir können ihn unmöglich mitnehmen in den Urlaub. Hm, ist klar. Aber in dem kleinen Kerl steckt auch ein gutes Stück Kampfhund drin. Stafford, oder? Naja gut, es ist jetzt schon ein Mischling, aber wirklich nur von so ganz niedlichen Rassen. Dalmatiner, Jack Russell. Ja, und eine schöne Portion Pitbull. Schauen Sie sich doch mal das Gebiss an hier. Auf unserer Homepage steht klipp und klar, keine Kampfhunde. Der ist ganz harmlos. Der hat wirklich. Noch niemals irgendjemandem irgendwas getan. Bitte. Ja, von mir aus. Probieren wir es mal. Aber beim ersten Problem sind Sie zurück aus dem Urlaub. Wird nicht passieren, aber versprochen. Tschüss, Max. Herrchen und Frauchen sind bald wieder da, ja? Danke. Jo, Max. Wollen wir das mal probieren? Weißt du was? Kriegst du erstmal eine leckere Wurmkur. Z wie zusammen Tschüss sagen. So,
Leute, Sendung ist vorbei und jetzt sollen wir zusammen Tschüss sagen. Wo ist denn Kai? Ja, Kai ist nicht mehr da. Der musste weg. Was? Wieso das denn? Er hat gesagt, er muss zu Dreharbeiten zu einem großen Kino-Thriller. Mhm. Echt? Wow. Ja, Kino-Thriller. Ich lach mich tot. Der eröffnet bestimmt einen Handyshop in Kreuzberg für seine Kifferkumpels. Ach du Scheiße, ist das heute? Komm, Leute, jetzt lass mal hinne machen. Ich muss meinen Flieger kriegen. Ich bin heute Abend noch in München auf einer Premierenparty eingeladen. Oh. Ja, wenn es irgendwo was für Umme zum Fressen und Saufen gibt, da kann unser Oscar-Preisträger ja nicht fahren. Oh, ey, müsst ihr immer wieder mit diesem Oscar-Scheiß anfangen? Leute, das sollte hier so ein Moment sein, wo die Zuschauer merken, dass wir eine Spitzenzeit miteinander hatten und dass wir sowas wie Freunde geworden sind. Mhm. Freunde. Wenn wir alle mal die gleiche Kohle kriegen würden, Anke, dann könnten wir vielleicht auch Freunde werden. Wir werden gar nicht gleich bezahlt? Ja, das wusste ich auch nicht. Nein, 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 das ist ja, es ist ja nur, weil... Hey, komm, jetzt mach dir mal keine miese Stimmung. Wir sind ein Team. Also ich hatte eine Spitzenzeit. Ja, du hattest ja auch fast jede Fix-Szene mit Anke. Was kann ich denn dafür, wenn du so eine Wampe hast? Wie, es gab Fix-Szenen? Das wusste ich gar nicht. Ich hatte kaum Drehtage. Entschuldigung, jetzt muss ich einfach mal fragen, wer bist du eigentlich? Ich bin Lena. Die mit den wenigen Drehtagen. Oh. Ja, Mensch, dann sage ich mal, willkommen im Team. Leute, was ist denn jetzt? Ja, wir wären eigentlich soweit. Wie machen wir denn das jetzt mit Kai? Du, der wird nachträglich ins Bild eingebaut. Cool, so wie Gollum in Herr der Ringe? Ja, genau, nur besser. Ich würde mal sagen, Anke, leg einfach los und bitte. Liebe Zuschauer, das war es leider auch schon mit dem großen Ladykracher A bis Z. Hoffentlich hatten Sie genauso viel Spaß wie wir. Wir sehen uns. Tschüss und lassen Sie es krachen. Danke schön. Thank you for all the joy and pain. I recall Central Park in fall. How you told me. What a mess. I confess, that's not all. Danke schön.